Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Sonntag, den 9.06.2019. Das Burgtheater ist eine Institution in Österreich und ein neuer Direktor im Haus am Ring bewegt jedes Mal die Gemüter. Der neue Mann heißt Martin Kuschei. Was er konkret plant ab kommendem Herbst, das hat der neue Direktor letzte Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Im Wiener Stadtgespräch der Arbeiterkammer, das in Zusammenarbeit mit dem Falter durchgeführt wird, befragte Peter Huemer den zukünftigen Burgtheaterchef auch, wie er als Angehöriger der slowenischen Minderheit in Kärnten aufgewachsen ist und wie Politik und Theater zusammenhängt. Natürlich kam auch Straches Ibiza-Video zur Sprache und das davon ausgelöste politische Erdbeben in Österreich. Peter Huemer im Gespräch mit Burgtheaterdirektor Martin Kuschei. Herr Kuschei, ich fange mit dem Titel unseres Gesprächs an. Da gab es zunächst einen Vorschlag, den Sie nicht wollten. Das wäre ein Satz von Ihnen gewesen. Und Sie haben sich dann entschieden für, ich zitiere, wollen wir weiter Postkarten und Schneekugeln produzieren? Über die Zukunft der österreichischen Kulturinstitutionen. Und ich habe gesagt, ja, wenn Kuschei das vorschlägt, ist mir recht. Habe mich aber natürlich gefragt, was es mit den Postkarten und Schneekugeln auf sich hat. Gemeint ist wohl das Kitsch-Image des Landes. Ja, also irritiert sich speziell? Naja, es ist ja klar, es gibt ja sozusagen hier verschiedene Dinge wie die Hofreitschule oder die Wiener Sängerknaben und ähnliche Institutionen, die natürlich auch in Schneekugeln und auf Postkarten sehr schön aussehen. Ich habe damals, als mich der damalige Minister Herr Drotzter zu einem Gespräch gebeten hat bezüglich der Direktion des Burgtheaters, überlegt, was eigentlich das Interessante wäre an diesem Job. Und glauben Sie mir, der Job per se ist nicht das, was mich interessiert. Obwohl das immer wieder so gedacht wird, als wäre das irgendwie das Tollste oder das Erstrebenswerteste. Es ist ganz schön hart, das weiß ich. Der Job ist richtig, richtig hart. Aber die Frage war, warum würdest du das tun wollen? Und ich habe mir überlegt, dass ich tatsächlich mich damit beschäftigen will, die Zukunft dieser großen österreichischen Institutionen, zu denen natürlich auch das Burgtheater gehört, mitzugestalten. Das heißt, nicht kurzfristig im Verlauf von 5 Jahren, so lange ist mein Vertrag als Intendant oder als künstlerischer Geschäftsführer, wie auch immer man das nennen mag, sondern wirklich daran mitzuwirken, wie das Burgtheater oder das Theater überhaupt in diesem Land in 30 oder 40 Jahren noch wichtig und interessant und lebendig sein wird. Und dafür hätte ich mir gewünscht, dass ich 5 oder 10 Jahre Zeit habe, um das auf eine gewisse Art von Schiene zu setzen. Und es gibt gewisse Parameter, die dafür eine Rolle spielen. Darüber könnte man jetzt auch noch reden. Aber jedenfalls, das ist definitiv der Grund. Und in diesem Titel wäre das drin. Also man muss ja natürlich auch hinterfragen, wie wird das weitergehen? Man kann sich nicht sozusagen auf der Tourismus- oder Kitschindustrie ausruhen, sondern es muss lebendig sein, es muss in einer Spannung mit der Gesellschaft, mit den Menschen, die das Theater auch bezahlen und die da hingehen wollen, sich befinden, und daran will ich teilhaben. Gut, wir reden jetzt dann gleich über das Theater, aber ich sage Ihnen, was mir dann am vergangenen Wochenende zu den Schneekugeln eingefallen ist, weil Assoziationen sind ja frei, die können ja irgendwo hingehen. Und mir ist zu Schneekugel eingefallen das Wunder von Ibiza. Und jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich war natürlich sehr überrascht, das auf dem Bildschirm zu sehen, aber über den Inhalt war ich nicht überrascht. Ich habe mir gedacht, ja, so denken die und so reden sie und so schaut es aus. Also insofern hat es mich, dass ich es sehen kann, überrascht. Aber was ich gesehen habe,
hat mich nicht überrascht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da gegangen ist. Naja, ich würde schon sagen, dass das eigentlich eine Ankündigung war, die wir da gehört haben, von etwas, was stattfindet oder kürzlich noch stattgefunden hat. Also Journalisten sind bedroht worden mit dem Austausch, verschiedenste Posten sind ausgewechselt worden, die Gesellschaft wurde so quasi umgefärbt. Also es hat sich das alles tatsächlich eingelöst. Ich war darüber nicht da überrascht. Ja, gut. Überrascht oder sagen wir erschüttert waren eigentlich nur die ÖVP-Politiker, die gerade von einer Insel eingeflogen worden sind oder so irgendwie. Gut, aber wir kommen auf Theater und Politik natürlich noch zu reden. Ich möchte aber zunächst einmal über das Theater mit Ihnen reden und über Ihre Funktion. Gibt es für diese Funktion Direktor des Burgtheaters für Sie, also Modelle oder Vorbilder? Das, was ich gelesen habe, war Bachler jedenfalls, Heimann eher nicht. Meine Frage ist Karin Bergmann und vor Heimann, ich weiß aber nicht, wie weit Sie das miterlebt haben, war durch 10 Jahre Achim Benning, der auch wieder in wilde Konflikte mit der FPÖ und der Kronenzeitung verwickelt war. Und das war meines Erachtens eine sehr gute Intendanz, fand ich. Also Bachler, Heimann, Bergmann und allenfalls Benning, falls Sie dazu etwas sagen können. Naja, grundsätzlich bin ich nicht jemand, der sich sehr von einer Tradition beeinflussen lässt oder den das interessiert. Faktum ist, ich habe die Zeit mit Klaus Bachler hier, glaube ich, doch maßgeblich auch als Künstler mitgeprägt und habe in dieser Zeit zumindest einen gewissen Einblick schon bekommen, wie man das Burgtheater sehr gut leiten kann. In Wirklichkeit bin ich ganz ehrlich seit 25, 26 Jahren eigentlich in Deutschland gewesen und habe natürlich sozusagen meine Vorbilder mehr dort gesucht an den Theatern, an denen ich gearbeitet habe. Das war zum Beispiel Klaus Zehlein an der Staatsoper in Stuttgart. Friedel Schirmer war ein sehr wichtiger Intendant für mich und Ulrich Kuhn am Thalia Theater und so weiter. Also da habe ich gesehen, wie man das machen kann und habe mir versucht, da irgendwie ein bisschen was abzuschauen. Vor allem aber gehe ich bei diesem Beruf oder bei dieser Berufung schon von mir aus als Regisseur. Und als Regisseur gehe ich wiederum biografisch von mir aus als großer Bruder. Also ich habe 4 Geschwister, ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Ich war immer der große Bruder, ich war der Älteste. Und das hat sozusagen schon von ganz früher Jugend an bedeutet, dass man Verantwortung übernehmen muss, dass man auf die anderen aufpassen muss, dass man vor allem Dinge macht, sozusagen vorweg. Für meine Geschwister musste ich, mit den Eltern über Verhütung reden oder so Dinge. Also man muss immer das als Erster in so richtig dort reingehen, wo es vielleicht weh tut. Und das ist so eine Verbindung für mich geblieben. Das heißt, ich bin Theatermensch geworden, weil ich auch Lust auf ein Ensemble habe, weil ich Lust habe auf eine Gruppe, die zusammen kreativ arbeitet, in der ich halt eine Art von Führungsposition habe und Verantwortung habe. Und der nächste logische Schritt war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte meine Erfahrung noch einmal einen Schritt größer machen und auch natürlich einbringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal ein Theater leiten. Schritt größer heißt in dem Fall auch vom Residenztheater in München zum Burgtheater, das ja, denke ich, doch eine andere Dimension hat. Und dazu kommt noch die Frage nach dem Wiener Publikum. Ist das anders oder ist das ein Klischee, dass in dieser Stadt Theater und Oper einfach wichtiger sind als anderswo?
Erleben Sie es so oder ist das ein Klischee? Nein, Gott sei Dank kein Klischee. Gott sei Dank ein richtig super Publikum. Das sage ich jetzt nicht vorweg, Fishing for Compliments, sondern es ist Faktum. Also erstens gibt es eine Art von Nord-Süd-Gefälle bei den Theaterpublikums. Also in Hamburg, in Norddeutschland, was sehr protestantisch geprägt ist natürlich, ist das Verhältnis zwischen dem Publikum und der Bühne und dem Theater ein doch ziemlich anderes wie im Süden. Und da gibt es hier unten diesen katholischen Gürtel, der irgendwie da von München, Salzburg bis nach Wien reicht. Und dort hat das Theater ganz eindeutig einen anderen Stellenwert, wird anders, ist katholisch, ja, selbstverständlich. Das Ritual, die Bildmächtigkeit, dann natürlich auch... das Hochamt. Ja, ich gebe es gerne zu, ich bin sehr stark davon geprägt, muss ich schon sagen. Darf ich Sie da gleich fragen, Ihr Vater war Volksschuldirektor, habe ich gelesen, und Ihre Mutter Religionslehrerin. War das ein frommes Milieu und hat es Sie geprägt, dafür oder dagegen? Aber was Katholisches jedenfalls ist biegen geblieben, das merkt man schon. Ja, von mir brauchen Sie sich nicht entschuldigen, ich bin der Klosterschüler. Ich muss überlegen, wie weit der Hall zu meiner Mutter nach Kärnten jetzt reichen wird, wenn ich sage, dass ich ein absoluter Atheist geworden bin, aber ich bin eigentlich natürlich katholisch geprägt. Ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich zu meinen Freunden viele Priester und auch den einen oder anderen Bischof zählen kann. Und ich finde diesen Dialog mit diesen Menschen, die auf eine gewisse Art ja auch im Entertainment-Business tätig sind, sehr spannend. Gut. Kommen wir mal wieder zum Entertainment-Business und eine simple Frage, was Sie vorhaben. Ich habe gesehen, im Residenztheater haben Sie im Regelfall als Intendant im Jahr eine Inszenierung gemacht, manchmal zwei, und nicht jedes Jahr, aber häufig dann eine Inszenierung anderswo. Ist das etwa eine Vorstellung, die Sie auch fürs Burgtheater haben könnten? Im Prinzip ja, aber es stimmt nicht ganz. Also eine auswärtige Inszenierung habe ich eher selten gemacht. Mhm. Also in den 5 Jahren oder 8 Jahren jetzt am Residenztheater war es bis auf die eine oder andere Operninszenierung, die ich versucht habe, meistens im Sommer zu machen, in Aix-en-Provence oder im Covent Garden in London war das, habe ich doch eben wahnsinnige Lust, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Ensembles, des Theaters, das ich leite, alles zu machen. Also ich möchte mit allen arbeiten, ich möchte mit allen irgendwie zu tun haben, ich möchte sie in der Arbeit kennenlernen. Im Residenztheater war halt ein Ausflug nach Wien hierher für die Hexenjagd. Und ich habe dann auch noch einmal eine Inszenierung in Turin gemacht, auf Italienisch, was mich noch einmal sehr, sehr fasziniert hat, also noch einmal in einer anderen Sprache zu arbeiten. Ich bin nämlich eigentlich Theaterregisseur geworden, weil ich möglichst international arbeiten wollte. Also ich wollte nicht auf den deutschen Sprachraum fixiert bleiben, und das hat sehr früh begonnen, dass ich eben nach Slowenien gegangen bin, früher war das noch Jugoslawien, dass ich da angefangen habe zu inszenieren. Und durch die Oper ist man natürlich sprachungebunden, und so hat sich mir praktisch die ganze Welt eröffnet oder erschlossen, und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei der 115. Inszenierung angelangt, und aber auch ein bisschen des Reisens müde. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich einmal ein Theater übernehmen, da muss ich nicht mehr so viel herumfahren. Gut. Ja. Gut, ehe wir über die Arbeit mit den Schauspielern reden, Sie haben gerade angesprochen, Oper und Schauspiel, Sie haben, mag auch wieder mit dem Katholischen zusammenhängen, eine starke Beziehung, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, zur Musik, und meine Frage zielt auch dahin, weil es ja, wie wir wissen, immer wieder Opernregisseure gibt, denen von der Kritik nachgesagt wird, dass sie überhaupt keine Beziehung zur Musik haben. Das stimmt in meinem Fall definitiv überhaupt nicht. Also ich glaube, dass ich
Musik inszeniere. Mhm. Also ich kann leidlich eine Partitur lesen. Ich habe irgendwann auch, Gott sei Dank, Klavier gelernt, schon sehr, sehr viele Jahre her, aber ich kann Noten lesen. Ich hatte auch von Anfang an, Gott sei Dank, fantastische Dirigenten, die für mich Kollegen und Partner waren. Das hat angefangen mit dem lieben Michael Gielen, der kürzlich verstorben ist leider. Das war eine für mich bahnbrechende Erfahrung, mit diesem unglaublichen Musiker zusammenzuarbeiten, der mich aber auch, der ich damals noch sehr jung und sehr ungestüm war, irrsinnig ernst genommen hat und der sich auf mich eingelassen hat. Und dann, das weiß man natürlich, die große väterliche, freundschaftliche Beziehung zu Nikolaus Hanoncourt, die uns ja viele Jahre zusammengeschweißt hat, die hat mich auch wahnsinnig geprägt. Aber eben, und mit diesen Menschen muss man über Musik reden und man muss Musik verstehen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich glaube, dass ich einfach durchs Hören und durch die Emotionalität der Musik oder die Sprache der Musik auch in der Lage bin, Bilder zu schaffen, Geschichten zu erzählen oder alles, was dazugehört. Mhm. Reden wir über die Arbeit mit den Schauspielern. Ich will ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wie weit Sie Michael Haneke kennen. Bei dem ist es so, der hat, bevor er mit den Dreharbeiten beginnt, den Film komplett im Kopf. Der weiß genau, was die Schauspieler wie sagen sollen und wie tun sollen. Und der hat mir gesagt, wenn er 70% von dem, was er im Kopf hat, dann auch wirklich umsetzen kann, dann ist er zufrieden, weil mehr als 70% ist nicht drinnen, so bei seiner Art des Arbeitens. Und jetzt wollte ich wissen, wie Sie auf der Probe sind. Haben Sie auch alles im Kopf oder entsteht die Arbeit auf der Probe? Darf ich kurz, weil ich sehe, dass die Tontechniker da oben gerade durchdrehen. Ihr Mikro muss ein bisschen nach oben. Ich helfe Ihnen. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, irgendwas. So, haben mal. Sie irgendwas gehört von dem, was ich geredet habe? Gut, danke. So, okay. Gut, also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie ist das als Regisseur? Ich entscheide mich, ein Stück zu inszenieren, beschäftige mich mit diesem Stück, lese es viele Male, versuche auch den Autor gut kennenzulernen. Nehmen wir zum Beispiel Grillparzer her, das war doch einer der wichtigsten Autoren, die ich in den früheren Jahren im Burgtheater auch inszeniert habe und entdeckt habe und vielleicht sogar auch neu entdeckt habe. Also ich habe dann alle Stücke... Ich sage es dazu, wer es von Ihnen nicht gesehen hat, wie dem, der lügt, vor mehr als 10 Jahren. Ja, aber auch König Otto. Und der König Otto, der war dann in Salzburg und im Burgtheater. Richtig, ja. Also ich habe dann auch alle Stücke gelesen von dem Autor und mich interessiert die Zeit, in der er geschrieben hat, und ich versuche halt irgendwo auch natürlich eine Art Aktualisierung für uns, selbstverständlich. Und da geht man so schwanger und beschäftigt sich und zum Teil muss man auch in so einer Vorbereitungsphase ganz viel Blödsinn machen. Also ich schaue immer zum Beispiel um 9 die Nachrichten aus Österreich auf irgendwo, auf Dreisat. Und dann gehe ich einkaufen, dann liege ich rum, dann denke ich, oh Gott, das ist bald Probenbeginn und jetzt fällt mir nichts ein und dann muss man noch viel mehr Blödsinn machen. Also man muss ganz leer werden, erst einmal. Man muss leer werden, damit man das Zeug, das man liest und das man, womit man sich beschäftigt, dass das in einen so reingeht. Und dann ist man so eine Art Transformator und entwickelt tatsächlich erst einmal, tatsächlich, das würde ich mit Haneke sicher teilen, zu Hause eine Art von fantastischem Gebilde, eine Geschichte, eine Art natürlich auch schon Bildgeschichte auf ein Bühnenbild bezogen. Ich überlege mir dann, wie kann ich etwas noch krasser machen oder wie kann ich es größer machen oder wo kriege ich einen erhöhten Adrenalinspiegel bei diesem Herumhängen. Ja? Also dann, das ist eigentlich die tollste Zeit für einen Regisseur. Also diese 6 Wochen vor der ersten Probe ist für mich wunderbar. Ich mache eine Strichfassung,
montiere herum und es ist einfach eine sehr tolle kreative Zeit. Und nun würde man meinen, ich hätte alles fertig im Kopf beisammen. Warum schaut ihr alle? Okay, das macht ihr so nervös, wenn das Publikum nicht mich anschaut. Aber gut. Sie sind doch da. Klein und groß. Aber jetzt frage ich Sie ehrlich, ne? Das ist doch heute im Theater schon so oft. Ist das nicht ein Blödsinn? Also, das, oder? Das mache ich nicht. Beim Karsdorf ist aber dann auch noch eine Glaswand davor, sodass man auch nichts hört. Nein, beim Karsdorf, der kann das richtig gut. Das ist schon abgefahren, was der macht. Aber manchmal einfach Schauspieler irgendwie über ihren Köpfen vergrößert, hundertfach, da brauche ich die Schauspieler ja nicht. Also schauen Sie mich an, bitte. Also jetzt, wir sind vor dem ersten Probentag. Und ich treffe auf die Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles und diese Konzeptions- und Leseprobe ist dann irgendwo auch schon so die Nagelprobe. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Momente, wo man zusammenkommt, wo man gemeinsam sich das Stück vorliest und wo ich den Schauspielern versuche zu erzählen, was ich vorhabe, also worüber ich jetzt die letzten Wochen und Monate gebrütet habe. Und da bin ich schon der Meinung, dass ich eine Art von Motivation oder von Begeisterung auslösen muss, schon direkt in dieser ersten Probe, um mit diesen Menschen, mit diesen Künstlern dann die nächsten 6, 8 oder 10 Wochen über die Runden zu kommen, sodass es auch Spaß macht. Denn ich finde, dass die Probenzeit, auch wenn es manchmal hakt und wenn man unzufrieden ist und so, aber eigentlich ist das für uns alle eine Zeit, die eigentlich kreativ und sein soll und Spaß machen soll. Und das ist auch Lebenszeit, die wir miteinander verbringen. Bieten Ihnen die Schauspieler etwas an oder haben Sie es im Kopf? Das ist ein Prozess, der ist einmal so, mal so. Mit denen, die mich gut kennen, funktioniert es in der Regel so, dass die sagen, Martin, erzähl uns, was du für ein Bild siehst. Mhm. Erzähl uns, was du willst. Erzähl uns, wie du es beschreiben würdest, um eine Art von Atmosphäre oder Stimmung für eine gewisse Szene zu entwickeln. Und dann bieten die natürlich was an und auch das ist auch sehr schwierig, wenn man den ersten Probentag erlebt oder die ersten Probentage für jeden Schauspieler, da unten sitzt der Martin Schwab, hallo, ich weiß, es ist auch heute noch bei dir, nach 60 Jahren, einfach die erste Probe ist einfach schwierig, ja. Dass man sich traut, dass man aufmacht und jeder ist froh, wenn dieser erste Tag endlich mal vorbei ist und dann flutscht es, dann ist gut. Ich erinnere mich, Ignaz Kirchner war berühmt dafür, dass er total Schiss hatte und da war der so böse deswegen, ja, und hat irgendwie nur herumgeschimpft und getan und dann kam er zu mir und sagt, ich habe so Angst. Er sagt, ja, habe ich auch, das kriegen wir alles hin. Also und dann ist es ein gemeinsames Arbeiten. Ja. Es gibt zwei Narrative über Sie, so habe ich das festgestellt. Das eine lautet Kärntner Kraftlacke und das andere lautet, da habe ich die Formulierung gefunden, laute Worte und innern fein. Letzteres sagt die große Schauspielerin Bibiana Bekel auch, die mit Ihnen am Residenztheater zusammenarbeitet und die jetzt auch, was sehr schön ist, mit Ihnen nach Wien kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen die zweite Version lieber ist als die erste. Wiewohl beide. Ich bin mit, wenn Sie sagen zwei Narrative, bin ich schon ein bisschen unzufrieden. Ich würde viel mehr eigentlich sehen. Sagen wir so, ich habe zwei wichtige Narrative. Es gibt noch viele. Also das mit dem Kraftlackel ist halt natürlich wahnsinnig langweilig. Wenn Sie sagen intellektueller, intelligenter Kraftlackel, können wir schon drüber reden. Aber nicht Kärntner. Ja, der Kärntner in mir. Ja, ich werde es nicht los, ja. Ja, ich kann mich erinnern, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, der Werner Schneider hat mir vor mehr als 20 Jahren, irgendwann in den 90ern,
erzählt von ihrer ersten Inszenierung am Stadttheater in Klagenfurt, Kabale und Liebe, und es sei ein riesiger Wirbel gewesen damals in der Stadt, und der Werner Schneider war auch, er fand das auch schrecklich, hat mir dann aber gesagt, dass er ihren weiteren Weg mit Respekt verfolgt hat, und mir ist dazu eingefallen, ihre Aufführung, ihre Inszenierung von Glaube und Heimat im Burgtheater, die, ja, es war eine großartige Aufführung, und sie hat zum Teil im Schlamm stattgefunden, und ich habe mir gedacht, dieser Regisseur arbeitet schon auch an seinem Ruf, dem Publikum ins Gesicht zu springen. Nein. 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 Also, wenn Sie jetzt über das Kabale und Liebe in Klagenfurt erzählen, ja, das war schon, das hatte schon Saalschlacht-ähnlichen Charakter. Aber auch, hat aber nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Weil ich mache den Bogen, aber ich versuche ja nur zu beschreiben, ich habe wirklich ganz üble Dinge erlebt, und man darf ja nicht denken, dass das vielleicht seinerzeit in Klagenfurt entrüstete Zuschauer waren, sondern das war natürlich auch, war klar Politik im Zuschauerraum, weil es sind ja, die ersten zwei Reihen sind ja schon nach 4 Minuten geschlossen aufgestanden. Und da haben wir noch gar nichts gemacht, ja, wirklich. Und ich habe zusammen mit Michael Gielen Fidelio aufgeführt in Stuttgart, und wir haben tatsächlich Morddrohungen bekommen für unsere Version dessen, was bei Beethoven eine Fermate ist und wie lange die dauert. Bei Michael Gielen 40 Sekunden, was echt lange ist, der hat immer unten auf die Uhr geschaut, und ich habe 40 Sekunden Zeit gehabt, um etwas zu tun, was nicht komponiert ist. Und Sie können sich vorstellen, dass das Schlimmste in der Oper Stille ist. Das ist das Skandalöseste. Ja? Und jetzt kann man nicht behaupten, dass ich dem Publikum ins Gesicht springen will, sondern ich habe einfach etwas getan, was auch zur Musik gehört, die Antithese sozusagen. Und das ist schon ein etwas komplexerer Denkvorgang. Ja? Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, es war umgekehrt, das Publikum wollte Ihnen ins Gesicht springen. Ja, ja, ja. Das muss man aushalten. Ja. Also das ist nicht immer leicht gewesen. Sie müssen nicht immer geliebt werden. Würde ich lieber haben eigentlich, ja. Aber steht in meiner Job Description so nichts drin. Ja. Geliebt werden, nein. Tut mir leid. Sprich, um es kurz zu machen, ich habe, ja klar war ich auch ein wilder Hund, und aber was soll man machen, wenn man das 30 Jahre tut? Man kann doch nicht immer nur dieselbe Revolte anzetteln. Oder ich sehe das auch, dass man das mit anderen Mitteln tun kann, selbstverständlich. Und dazu kommt, es gibt in mir zwei Seelen. Das eine ist die große Seele des Künstlers, des Regisseurs, und die etwas kleinere, aber mittlerweile auch recht wichtige ist halt das, dass ich ein Theater leite. Und da wäre ich ja schön blöd, wenn ich mein Publikum vergraulen würde. So, ne? Also als Regisseur war ich früher viel radikaler und habe immer so das Gefühl gehabt, die Leute sollen sich ruhig bücken, wenn sie eintreten in den Tempel, den ich jetzt geschaffen habe. Da sind wir wieder ganz tief im Katholischen. Am liebsten hätten sie noch Weihbrunnkessel beim Eingang aufgestellt. Ja, beim Katholischen hat er aber dann ganz viel also mit so einer Grundschuldhaftigkeit zu tun. Waren Sie je Ministrant? Das ist selbstverständlich. Ja. Ich habe in unserer Dorfkirche um 6 Uhr früh im Winter mit einem Schraubenzieher das Weihwasser aufgeschlagen. wirklich wahr. Und ich habe noch die lateinische Messe erlebt und eiskalte, wie heißt das, Einzelmessen. Also der Pfarrer und ich. Ja, sonst war niemand da. Also bei uns in der Klosterschule hat das geheißen Stille Messe. Ja, so. Ja, aber ich habe mehr das Theater, also Zuschauer war ja, ich. Ne? Ja, ja. So, ja. Ja. Kommen wir noch einmal auf Kärnten. Sie sind, wiewohl Kärntner Slowene,
so habe ich es gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt oder gehört, nicht zweisprachig aufgewachsen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das war. Warum? Warum? Weil das wahrscheinlich Hunderttausende Kärntner auch so erlebt haben, die eigentlich slowenische Wurzeln haben und die halt im Lauf der, ab der Mitte oder Anfang des 20. Jahrhunderts einfach diese Sprache vergessen haben, weil sie sich geschämt haben, weil sie unterdrückt wurden, weil sie es nicht ausleben durften. Und ein bisschen davon hat es auch in unserer Familie gegeben. Also die Muttersprache meines Vaters ist Slowenisch, aber er ist Kärntner Slowene. Und meine Mutter kommt aus Ruden, das ist in exakt 8 Kilometer über der Drau, ein anderes Nachbardorf praktisch. Und dort hat man sich entschieden, sozusagen in der Nazizeit sich auf die deutsche Seite zu schlagen. Und dieser Konflikt hat bei uns überhaupt nicht militärisch oder so, aber auch stattgefunden. So zwischen, nein, wir reden jetzt nicht mehr Deutsch. Wir reden jetzt Deutsch und wir reden nicht mehr Slowenisch. Ja, irgendwann bin ich draufgekommen, dass mein Name ja eigentlich anders geschrieben wird, als ich es gewohnt war von zu Hause. Ne? Unser Name wurde immer noch mit SCH geschrieben als Kind. Und ich glaube, mein Vater ist sehr stolz auf mich. Mit dem J hinten? Ja, mit dem J. Aber mit SCH? Ja, genau, so wie Schule. Und das wäre das Äquivalent im Slowenischen, ein S mit einem Haken drauf. So wie es in meiner Geburtsurkunde steht. Mhm. Und wie gesagt, mein Vater, glaube ich, war sehr stolz auf mich, als ich gesagt habe, so, ich schreibe das jetzt so, wie es gehört. Und dann ist es klar, dass man sich auch dafür interessiert, was ist das eigentlich für ein Name, woher komme ich? Klar hat mein Vater mir versucht, irgendwie Slowenisch beizubringen, aber ich hab den Vorteil gehabt, dass ich, als ich es dann später in Ljubljana gelernt habe, keine Probleme mehr hatte mit der Sprache per se, also diese slawischen Worte und Konsonanten, die man aneinander hängt, war für mich kein Problem. Das heißt, Sie haben es gelernt dann? Ich habe es richtig an der Uni gelernt und am Theater in Ljubljana. Und ich habe ehrlich gesagt Schwierigkeiten, die Bauern bei uns zu Hause im Jauntal oder so zu verstehen, weil die Kärntner Slowenen haben einen grauslichen Dialekt. Denn das ist wie Kiswahili für mich. Und ich spreche eher so, wie mein Ljubljaner Slowenisch spricht. Ah, verstehe. In dem Zusammenhang noch, wenn man von der Kärntner Urangst spricht, der viel Zitierten, dann habe ich mir gedacht, eigentlich, was die Zweite Republik betrifft, ist diese Urangst etwas, was die Slowenen haben konnten und nicht die Kärntner Deutschen. Und ich weiß nicht, wie weit in Ihrem Demokratieverständnis die Minderheitenfrage und der Umgang mit Minderheiten einen besonderen Stellenwert hat aus dieser biografischen Erfahrung heraus. Einen absolut enormen Stellenwert. Mhm. Und ich sehe mich auch ein bisschen als Botschafter in der Sache, weil natürlich die meisten Österreicher und Österreicherinnen vielleicht irgendwann mal was davon gehört haben, dass es da unten irgendwie ein paar Slowenen gibt, aber überhaupt nicht genau Bescheid wissen, historisch, worum es da geht. Mhm. Aber vor allem auch, und das ist genau das Stichwort mit der Demokratie und dem Demokratieverständnis, was heißt es, einer Minderheit anzugehören? Und bei dieser Problematik gilt eben nicht, dass die Mehrheit bestimmt. Und da gilt eben nicht die Volksdemokratie, sondern das ist ja die große Errungenschaft einer Demokratie, dass sie sozusagen ihrer Minderheit oder den Minderheiten, die es da gibt, Rechte zuspricht, die man natürlich auf normalen demokratischen Wege nie erreichen kann, weil man ja Minderheit ist. Man wird nicht eine Mehrheit erreichen. Und da kann man eigentlich sehr stolz drauf sein. Und weil Sie von der Urangst sprechen, ja, die habe ich tatsächlich, obwohl ich wirklich sehr, sehr lange im Ausland war und sie fast vergessen habe. Aber als ich wusste, ich komme hierher wieder zurück und bis vor einer Woche oder 10 Tagen war die verdammt stark, die Urangst. Verstehe. Reden wir über Theater und Politik. Das ist ja nun ein Thema. Ich habe hier zwei Interviews mit zwei Aussagen von Ihnen,
die mir recht gegensätzlich zu sein scheinen. Das ist der 13. April 2009. Zwei verschiedene Zeitungen. Ne? Das ist zwei schon, verschiedene Zeitungen. Ja. Und der 13. April 2019, also vor 5-6 Wochen, und da haben sie der Presse gesagt, ich zitiere, meine Erwartung an mich selbst ist, in dieser Funktion eine besonnene, ruhige, vernünftige, kluge, höchst professionelle und künstlerisch hochwertige Arbeit zu liefern. Das ist mein Ziel. Ich möchte nicht in für mich unnötige Diskussionen und Prozesse in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft hineingezogen werden. Ich habe das gelesen und mir gedacht, das klingt ein bisschen wie ein katholischer Mönch, arbeiten und schweigen. Und ob er das zusammenbringen wird, da war ich mir sehr unsicher. Und dann habe ich aber zu meiner Beruhigung am selben Tag im Standard gelesen, es ist ein bisschen komisch, im Standard gelesen, Frage, können Sie sich diese Rolle des Burgtheaters als Hort der Opposition vorstellen? Kusche, definitiv. Moment, jetzt suche ich, ja. Menschen, die großen Institutionen vorstehen, müssen eine ganz klare politische Haltung haben, eine, für die sie in der Öffentlichkeit eintreten. Dafür ist der Job des Burgtheaterdirektors sehr geeignet. Sie kennen mich. Ich melde mich zu Wort, wenn es was zu sagen gibt. Jetzt ist die Frage, Kartäuser oder der sich einmischt? Naja, das muss man ein bisschen genauer ausführen. Ich habe auf jeden Fall Spaß daran, Dinge komplex zu durchdenken und auch komplex zu begreifen oder auch komplex zu erleben. Mir ist es über weite Strecken in der letzten Zeit hier politisch zu simpel gewesen. Ja, also das ist hier die Roten, dort die Schwarzen und die Blauen oder die Türkisen, links oder rechts, diese Begriffe, die alle so nicht mehr, die ich so nicht mehr definieren kann. Und dass man auch zu diesen komplexen Themen, die uns heute beschäftigen, genauer nachdenkt und verschiedene Meinungen hört und sich, ich will jetzt wirklich das Wort Asylanten und so weiter gar nicht, Immigranten gar nicht großartig in den Mund nehmen, aber es ist ein großes, komplexes Thema, das mir einfach viel zu simpel abgehandelt wird. Und da habe ich gemeint, wäre es interessant, dass man eine besonnene Stimme sein kann oder auch eine besonnene Stimme, die etwas einfordert und man wird dann nicht gleich in die linke oder in die rechte Ecke gestellt, sondern man kann irgendwie gescheit miteinander diskutieren. Das würde mich freuen, weil ich das Gefühl hatte, jetzt über die letzten 1,5 Jahre, dass es eine unglaublich große Erwartungshaltung an mich gibt, hier irgendwie Opposition zu sein in Österreich. Ja? Und die Rolle würde ich annehmen, aber als Künstler und nicht als Politiker selbstverständlich. Mhm. Und in dem Sinn fände ich interessant und begrüßenswert, wenn tatsächlich das Burgtheater ein Ort wäre, wo jeder, der Kunst macht in diesem Land, irgendwie dazugehört oder hingehört oder sich zugehörig fühlt. Das ist mehr eine ideelle Möglichkeit, aber das würde mich freuen. Ich würde nicht Oppositionspolitiker unbedingt aufnehmen, würde ich jetzt auch aufnehmen, aber hauptsächlich geht es mir um die Künstler, die sagen, hey, da passiert was, da wird über Dinge anders nachgedacht, da wird irgendwie geredet, da werden Fragen gestellt, Fragen aufgeworfen. Das heißt, sie werden auch aktionistisch, was Bachler als die Regierung Schüssel Haider, respektive Schüssel und Satrapen von Haider gekommen ist. Bachler war ja in den allerersten Wochen sehr aktionistisch, da gab es diese Diskussionen im Burgtheater, ich habe auch welche geführt. Ja. Also das war eine unglaublich aufregende und aufgeregte Periode, auch im Burgtheater selbst. Das ist eine Vorstellung von Ihnen. Das wäre auch mein Plan und so viel kann ich schon verraten, dass es tatsächlich zusätzlich zu dem normalen Spielplan eine ganz dezidiert politische
Schiene im Burgtheater geben wird. Und es gibt in dieser Stadt viele, viele interessante Kollektive und interessante Menschen, die hier arbeiten, schreiben, auftreten, performen, was auch immer, die ich versuchen will, natürlich irgendwie auch mit dem Burgtheater zu connecten. Also die dann im Burgtheater in einem der Spielstätten auftreten. Auftreten oder was vorstellen oder diskutieren, ja, oder mit anderen zusammentreffen und so weiter und so fort. Gut, ja. Jetzt um die Frage noch, wir kommen jetzt gleich wieder auf die Aufgabe des Theaters in dem Zusammenhang, um die Frage, wie sehr sie sich einmischen, abzuschließen und das auch für die hier Anwesenden zu klären. Sie haben natürlich nicht den Kartäusermönch gemimt, sondern haben zum Wunder von Ibiza sehr deutlich Stellung genommen. Ich zitiere: Es wäre zu hoffen, dass dieser schonungslose Einblick in die kruden Gehirne zweier FPÖ-Politiker so viel Dynamik entwickelt, dass eine ganz grundsätzliche Veränderung in unserer Gesellschaft und politischen Kultur stattfindet. Ist Ihre Hoffnung groß? Also als tatsächlich dann gebürtiger Kärntner weiß ich, dass es so lange dauert, dass man ein Land komplett in den Bankrott bringen muss, was jetzt für 20 Jahre bankrott bleiben wird, bis endlich auch die Kärntner angefangen haben zu überlegen, welche Partei sie eigentlich gewählt haben. Und da hat sich dann was verändert. Aber leider hat es diese riesige Katastrophe, diese wirtschaftliche Katastrophe bedurft, damit das passiert ist. Hoffnung ist für mich keine Kategorie, das ist eine Kategorie für Lottospieler. Also wir müssen natürlich was tun und wir müssen immer wieder darauf hinweisen und wir müssen immer darauf zeigen. Ja. Also. Vor 2-3 Tagen in einem Telefonat hat mir der Audrey Heller gesagt, in unserer Lebenszeit wird es keine Beteiligung der FPÖ mehr an einer Regierung geben. Und ich habe gesagt, wenn es gut geht, in meiner Lebenszeit vielleicht nicht mehr, aber in deiner Lebenszeit, er ist 6 Jahre jünger als ich, in deiner Lebenszeit musst du damit rechnen. Mittlerweile haben wir alle die Überlegung, was ist, wenn es sich für die ÖVP mit den Neos nicht ausgeht? Wer garantiert uns, dass dann nicht mit einer sozusagen bekehrten, erläuterten und so weiter und so fort FPÖ ohne Einzelfälle, ganz bestimmt, schwören wir, im Herbst wieder eine Koalition zustande kommt? Also, ich glaube, die hoffen darf man, aber wir sollten es nicht zu hoch ansetzen, glaube ich. Aber kommen wir jetzt wieder zur Aufgabe des Theaters in dem Zusammenhang. Karin Bergmann hat im Winter dieses Programm bei Florian Klenk und Doron Rabinowitsch in Auftrag gegeben. Das ist eine Textmontage mit Zitaten führender rechtspopulistischer Politiker, Orban, Salvini, Strache und so weiter. Es heißt, alles kann passieren, ein Polittheater. Ich habe es gesehen, sehr viele Menschen haben es gesehen. Es ist auch immer wieder ins Programm gekommen. Das war eine direkte politische Intervention des Theaters in eine real existierende Situation und eine real existierende Bedrohung. Ist das etwa ein Modell, das Sie sich vorstellen könnten oder etwas, wo Sie sagen, ja, das ist eine Möglichkeit? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber man muss dabei, also ich würde, wenn ich jetzt also mich direkt, wie soll ich sagen, so klar politisch positionieren oder engagieren müsste, natürlich auf einen größeren Effekt hoffen und das ein bisschen krasser aufziehen, sage ich einmal. Warum? Weil die Gefahr bei diesen Geschichten ist, dass Gleichgesinnten zuhören, die das Gleichgesinnte auf der Bühne auch vertreten. Und
Das ist total in Ordnung, aber mir geht es doch um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und da müsste man schauen, welche Mittel und Werkzeuge es gibt, um, ich bin der Meinung, dass man im Zuschauer immer etwas erschüttern muss. Und das meine ich jetzt nicht gewalttätig, sondern auch sehr fein, psychologisch sehr fein. Also man muss beim Zuschauer etwas machen, dass er durchlässig oder zulässig ist für Dinge, die er eigentlich so im normalen Leben nicht aufnehmen würde. Und das würde mich interessieren am Theater. Also wenn man sich hinsetzt und sagt, ich höre mir heute rechtspopulistische Sprüche an, ist das sicher interessant. Und die Kollegen, die das gelesen haben, haben das auch toll gemacht und die Idee ist gut, es ist alles gut, aber man erfährt ja nichts Neues, ja, außer dass man es vielleicht nochmal geballt zu hören bekommt. Ich verstehe. Jetzt aus meiner Erfahrung als Kommentierender, wenn ich etwas für den Standard schreibe, dann kann man mir auf die Schulter klopfen und sagt, ja, das habe ich mir auch gedacht und das gefällt mir und so weiter und so fort. Jetzt meine ich aber die Funktion, ich will es jetzt nicht als Rudelbildung bezeichnen, sondern der Bestätigung, dass Menschen bestätigt werden in dem, was sie denken. Das ist schon auch eine wichtige Funktion, allen klarzumachen, da gibt es andere, die genauso denken. Ja. Und das steht in der Zeitung, das ist schon eine Funktion. Auf der anderen Seite, ich schreibe in Abständen, relativ nicht selten, für die kleine Zeitung in Graz, das ist ein katholisches, zum Teil liberales, zum Teil konservatives Publikum. Das ist natürlich insofern interessanter, weil man in dem Fall andere Menschen erreicht. Gleichzeitig wissen wir aber beide, dass es gibt den Blitzschlag, wo jemand etwas kapiert und dann ist es anders als vorher. Das ist aber selten. Im Regelfall, Regelfall braucht es länger, damit eine Veränderung eintritt. Und insofern bin ich da nicht besonders optimistisch, aber trotzdem ist es wichtig, es zu machen. Ja. 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 Gut. Das war jetzt insofern ein guter Schluss, weil ich möchte nämlich jetzt zu einem anderen Thema kommen. Theater und Unterhaltung. Das ist ein ziemlich obszönes Wort, ich weiß es. Unterhalten. Nein? Gut. Also, ich fange mit einem konkreten Beispiel an. Die Karin Bergmann hat zu Beginn ihrer Direktion, als die Kassen absolut leer waren, das Konzert von Hermann Bahr angesetzt. War in einer hervorragenden Besetzung. Publikum ist gekommen, Theater war voll, wenn es gespielt worden ist. Man hat es ihr aber doch übel genommen, dieses etwas ranzige Stück und so weiter. Gut, und jetzt am Schluss ihrer Zeit hat sie vor kurzem angesetzt im Casino die 6 Tanzstunden und da wurde ihr wieder übel genommen ein so leichtes Stück, das ist ein intelligentes, aber sentimentales amerikanisches Stück, aber ein leichtgewichtiger Text. Im Casino, wo doch so viel Experimentelles passiert ist, anzusetzen. Und meine Frage ist jetzt schon, vergessen wir einmal die Theaterkritiker, darf ich mich im Theater auch unterhalten? Ja, aber selbstverständlich, aber also die Theaterkritiker haben ja dazu überhaupt nichts zu sagen. Also wir machen ja das Theater, wie wir wollen, Gott sei Dank, und da gehört natürlich auch Unterhaltung dazu. Ich habe gerade mit riesengroßem Spaß eine komplett blöde Komödie inszeniert in München, die heißt Der nackte Wahnsinn. Das ist diese Theatergeschichte. Das ist eine Theatergeschichte. Ja, die ist gut. Ja, das ist gut. Und erstens muss man darüber reden, wie qualitativ gut diese Aufführung ist oder wie
wie gut auch die Komödie ist. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, dass ein guter Witz oder eine tolle Unterhaltung ja immer mit einer Katastrophe zu tun hat. Dann ist es ja nicht witzig, wenn das nicht wäre. Also jeder Witz oder jeder Witz heißt, fängt an mit dem Satz, kommt ein Mann oder geht eine Frau zum Arzt. Das ist ja schon schlecht. Ja. So. Und ich habe jedenfalls die Kunst der Komödie schon so verstanden, dass es ja immer eine ganz existenzielle Dimension geben muss, wo es halt um Leben und Tod geht und um alles Verlieren und so weiter und so fort. Für mich der Lehrmeister in dem Sinn ist Feydeau. Mhm. Ja. Mhm. Und, haben wenn Sie je inszeniert Feydeau? Ja, ja. Ich natürlich, Floh im Ohr habe ich schon inszeniert. Und ich habe mich auch, da gibt es einen sehr tollen oder gab einen berühmten Dramaturgen, Ernst Wendt, der hat einen hervorragenden Artikel über, oder ein Buch geschrieben, glaube ich, über die Maschinen bei Feydeau. Und das ist ganz klar auch aus der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, herauszulesen, warum diese total durchgeknallten Verwechslungs- und maschinellen Komödien so sein mussten. Und wenn eine Komödie also auch so eine Verwurzelung in einem gesellschaftlichen Zustand hat, dann ist es ein perfekter Zustand. Mhm. Also für jemanden, der auch heute Komödie und Theater machen muss. Ich habe auch zum Beispiel das Sparschwein von Labiche in Slowenien inszeniert. Es sind vier Provinzler oder einige Provinzler aus der französischen Provinz, die so einen Sparvereinsverein haben mit so einem Sparschein und das schlachten die und die sagen, sie fahren nach Paris. Und das war kurz nach der französischen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts und da war praktisch die Demokratie noch ganz was Neues auch nach der französischen Revolution. Und das ist höchst lustig und amüsant zu sehen, wie die halt nicht klarkommen mit der Demokratie, wie abgestimmt wird und so weiter und so fort. Und nun konnte man dieses Stück unglaublich toll in Slowenien, Anfang der 2000er Jahre, die kamen gerade zur EU und haben den Euro und so weiter und alles gehabt. Also es war perfekt, ein Stück, das 150 Jahre alt war. Also wenn das auch noch dazu kommt bei einer Komödie, dann macht es wirklich ultra guten Spaß. Und, also das Burgtheater hatte vor 2 Jahren oder also ungefähr, haben sie die Pension Schöller gespielt. Ich habe es nicht gesehen, aber nach dem, was ich gehört habe, war das Stück in dieser Aufführung des Burgtheaters eigentlich nicht wirklich zu erkennen. Und das heißt, man setzt etwas an und dann irgendwie ist es einem doch wieder peinlich und Herr Kriegenburg oder wer immer inszeniert und dann verändert sich die Pension Schöller. Ein anderes Beispiel ist Nestroy, der, ich erinnere mich an die Höllenangst und ich will Ihnen nicht nahe treten, aber das war für mich der beste Nestroy in Jahrzehnten, diese Aufführung der Höllenangst. Die fand ich wirklich großartig. Ich habe sie gesehen, 50 Jahre davor mit dem Hans Moser in der Josefstadt. Gut, also haben Sie vor, Nestroy, ich will Ihre Pressekonferenz nicht vorwegnehmen, aber ist mein Mikro wieder weg? Aber haben Sie vor, Nestroy A zu spielen und B zu inszenieren? Also jetzt im aktuellen Spielplan ist es nicht vorgesehen, aber was nicht ist, kann er noch werden. Sollte. Ja, auf jeden Fall. Sollte, Sie haben gesagt, es gibt kein Nationaltheater, habe ich irgendwo gelesen. Verstehe ich absolut. Aber wenn Sie Österreicher, also Nestroy zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es mit Horvath ist, welche Beziehung Sie zu Horvath haben. Zu Nestroy haben Sie erkennbar eine starke Beziehung. Zu Schönherr und zu Grillparzer auch, das haben wir im Burgtheater ja gesehen. Aber ich habe die größte Beziehung zu Horvath. Zu Horvath. Von allen. Ja. Ja. Das ist mein Mann, also mein Dichter. Verstehe. Ja. Nur Horvath wird so auch gespielt. Was Sie gemacht haben mit den 2 Schönherr-Stücken und mit den 2 Grillparzer-Stücken, das war das wirklich Interessante, weil beim Schönherr, ja, das ist, der würde sonst nicht gespielt, wenn Sie sich seiner nicht annehmen. Und bleibt es dafür vielleicht, aber gut. Und beim Grillparzer, der hat einfach auch anders ausgeschaut. Also für den, der lügt,
zu inszenieren, ist ja eine tollkühne Entscheidung. Aber das ist sehr schön, weil Sie alle diese Stücke jetzt gerade erwähnen. Was diese Stücke verbindet und sogar fast vergessene Stücke wie von Schönherr, die haben eine Ideologie. Die sind geschrieben worden aus einem gewissen Impetus zu einer gewissen Zeit, zu einem gewissen gesellschaftlichen Aufbruch oder einer interessanten Phase. Und Nestroy selbstverständlich auch, ist ja keine Frage. Und das macht für mich Stücke grundsätzlich interessant. Und wenn man das auch dann ernst nimmt, vor allem Grillparzer, das ist ein hochpolitischer Autor gewesen, der uns dummerweise, also heute lernt man ja Grillparzer nicht mehr in der Schule leider, aber wir mussten es noch lesen und das war auch schlimm. Also das war für mich der Grund einer späten Rache an meiner Deutschlehrerin, ehrlich gesagt, dass ich das Stück mal richtig inszeniert habe. Aber heute findet das leider nicht mehr statt. Aber das, wenn man das gut erklärt, ja, auch also Kindern in der Schule, und wenn man das eben auch gut einem Publikum erklärt mit einer Aufführung, dann ist Grillparzer einfach ein super politischer Autor. Nestroy ist ein politischer Autor. Schönherr ist ein politischer Autor. Schönherr war ein Nazi, ein Vorgänger des Faschismus. Und du kannst interessanterweise seine Stücke ideologisch total gegen ihn drehen. Ja? Also der wäre meiner Meinung nach von den Sujets, von der Psychologie der Figuren her, wäre der locker Drehbuchautor in Hollywood geworden. Ja? Aber er war halt irgendwie ein Tiroler Nazi schlussendlich. Deswegen wurde er zu Recht auch nicht gespielt. Jetzt nimmt man aber wieder so Stücke her, die so ideologisch falsch eingeordnet wurden oder auch geschrieben wurden. Und wenn sie gut sind, kann man sie auch umdrehen. Ja? Und das ist in beiden oder drei Fällen, ich habe glaube ich schon drei oder vier Stücke inszeniert von Schönherr, der hat ganz was anderes gewollt. Ja, ich habe ein Stück gemacht, das war mein erstes Stück, S. Ja, das war so ein Euthanasiestück, ja, von 1910. Wurde, glaube ich, sogar am Burgtheater uraufgeführt. Auch der Weibsteufel ist ja um Gottes Willen nicht ein feministisches Stück, ja, sondern er hat da den Teufel an die Wand gemalt und hat gesagt, die armen Männer, wie die irgendwie unter dieser Frau leiden, weil die falsch und verlogen und so weiter ist. Und ich nehme an, viele von Ihnen haben das gesehen, den Weibsteufel. Mit der tollen Birgit Minichmayr zusammen war das ein ultrafeministisches Stück und da bin ich auch wirklich stolz drauf. Also man kann mit solchen Stücken eine klare politische Message absetzen. Grillparzer ist natürlich... Das ja. Verrate ich jetzt. Ja. Der Weibsteufel kommt wieder zurück nach Wien. Ah ja. Ja. So. Die Wiener Aufführung mit den Baumstämmen. Ja, ja. Genau. Grillparzer ist natürlich am allerpolitischesten in seinen Tagebüchern und ja. Wedem der Lügt ist an sich ein Lustspiel und wenn ich es recht im Kopf habe, in Ihrer Inszenierung sind am Schluss alle tot. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Ich sage es Ihnen. Okay. Sie waren am Schluss alle tot, weil Sie sagen, das Komische entsteht ja durch die Tragödie. In dem Fall war es so. Bleiben wir einen Moment bei alle tot. Es gab zunächst einmal eine Riesenaufregung in Wien um die Frage, welche Schauspieler werden verlängert und nicht verlängert. Das hat mich auch nicht gewundert, weil diese Stadt, wie Sie wissen, ist eine, wo Schauspielerinnen und Schauspieler einen ganz besonderen Stellenwert haben. Daher ist die Frage, wen verlieren wir, wen werden wir verlieren, eine hochdramatische. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt, wenn ich es recht verstehe. Die Frage, die mich aber jetzt interessiert, ist, was Sie übernehmen werden vom jetzigen Programm in den Herbst. Da ist zum Beispiel ein Stück, bei dem es mich besonders interessiert, weil ich gehört habe, dass Sie es nicht übernehmen. Das ist The Who and the What. Ein unglaublich gescheites Stück in einer ausgezeichneten Aufführung in Wien. Und da habe ich mir gedacht, das ist schade, wenn das vom Spielplan kommt. Haben Sie es gesehen? Ja.
Und teilen Sie meine Meinung, dass das großartige Stück, großartige Aufführung... Ich werde mich jetzt hier mit Ihnen nicht auf diese Beurteilungsdiskussion einlassen, ja. Aber was echt witzig ist, dass Sie wieder was gehört haben, was vielleicht gar nicht so ist. Und ja. Das ist einfach typisch Wien. Deswegen... Sie schmähen mich jetzt und Sie kriegen auch dafür Beifall, aber ich bin in der privilegierten Situation, Sie direkt zu fragen. Drum und mit dem Hinweis versehen, ich fände es schade. Dann kann ich Ihnen, netterweise sagen, wir haben heute gerade tatsächlich in unserer Leitungsrunde darüber gesprochen, wie wir mit der Ruhe und der Wort umgehen und ob wir es vielleicht doch spielen. Aber das heißt nicht, dass wir es tun oder nicht tun. Deswegen lassen Sie uns unsere Arbeit tun und sich überraschen. Das heißt, da kommt mein Rat zur rechten Zeit. Aber gut. Reden wir noch, übrigens, die Ratten fand ich auch großartig, aber jetzt höre ich auf. Reden wir noch über eine mögliche Zukunft des Theaters. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an, die ich gelesen habe im Holocaust Museum von Illinois. Gibt es einen polnischen KZ-Überlebenden, der ist dort im Hologramm vorhanden. Und der beantwortet die Fragen, die aktuellen Fragen der Besucher des Museums. Die wenden sich an diesen Mann, der ist nicht physisch vorhanden, aber als Hologramm vorhanden, und der beantwortet deren Fragen. Das ist technisch ziemlich avanciert, aber auch nicht sensationell. Das, meine ich, Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist, dass der Mann seit einem Jahr tot ist. Das heißt, man hat mit ihm in einem tagelangen Verfahren die möglichen Fragen aufgenommen. Und jetzt gibt es einen Algorithmus, der auf die aktuellen Besucherfragen im Museum spuckt dann der Algorithmus die passende Antwort aus. Und jetzt führe ich den Gedanken weiter. Es ist heute technisch bereits möglich, einen neuen Film zu drehen mit Marilyn Monroe, Hans Moser und Simone Signoret. Wenn genügend Datenmaterial vorhanden ist, und das ist bei den dreien vorhanden, dann können Sie mit denen einen neuen Film drehen. Dasselbe geht an sich auch schon im Theater, dass die handelnden Personen nur holographisch vorhanden sind, bei genügendem Datenmaterial. Es ist nur momentan noch viel zu teuer, aber es wird billiger werden. Das heißt, dann kann ich den Oskar Werner im Theater wieder auf der Bühne sehen. Das heißt, die Frage ist, unter all diesen technischen Bedingungen, wie hat das Theater eine Zukunft? Ich zitiere noch einmal, ich habe ihn vorher erwähnt, André Heller, der überzeugt ist, es wird ein großes Theatersterben geben und einige Spitzeninstitute in den großen Städten werden übrig bleiben, das Burgtheater zum Beispiel, aber das Theater als Institution werde sich in Zukunft nicht halten können. Letzter Satz dazu. Ich habe gestern gehört, die Besucherzahlen des Filmmuseums, die gehen zurück, höre aber gleichzeitig, andere Cinemateken haben einen größeren Publikumsverlust als das Filmmuseum in Wien und die Kinos insgesamt, also nicht die Art-Kinos, sondern die normalen Kinos, haben auch denselben Publikumsschwund, und das heißt, momentan hat das Kino mehr Publikumsschwund als das Theater. Was das alles jetzt für die Zukunft bedeutet, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie weit Sie sich über diese möglichen Zukünfte
den Kopf zerbrochen haben. Ja, ich zerbreche mir dazu schon den Kopf. Ich sehe auch auf eine gewisse Art so sehr pessimistisch in diese Zukunft, was die technischen Möglichkeiten der Reproduktion von Menschen anbelangt. Ich finde es ehrlich gesagt ganz grauslich, aber das würde ja nichts nützen. Das heißt, wenn ich einen Konzern leite, wenn ich ein Produkt verkaufe, muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit diesen Anforderungen oder diesen Erwartungen oder diesen Entwicklungen um. Und ich bin der Meinung, dass das Theater natürlich sich total und ganz radikal sogar im Sinne des Wortes auf seine Wurzeln und auf das zurückziehen muss und konzentrieren muss, was es ausmacht. Das sind natürlich die Menschen aus Leib und aus Fleisch und Blut, die leibhaftig, lebendig da auf einer Bühne stehen. Das wird vielleicht auch André Heller meinen, dass es vielleicht sündhaft teuer sein wird, dass man ins Theater geht, weil man dort eben noch tatsächlich echte Menschen Theater spielen sehen wird. Ja? Das heißt, jede Autofirma versucht herauszufinden, was die in den 20er, 30er Jahren für Brands, also welche, wie sah die Marke aus, und das kopieren die ja jetzt immer in die neuen Modelle hinein, also sozusagen, wie ist der Kühlergrill von einer Alfa Romeo und so weiter. Und ich denke, beim Theater muss man so ähnlich vorgehen und sagen, so, wir müssen das total in den Fokus stellen und wir müssen von früh an vor allem die Kinder und die Jugendlichen damit konfrontieren und die nicht auslassen in ihre Handywelt. Ja? Und wir müssen irgendwie massiv dran arbeiten, das wollen wir auch. Ich habe vorher geredet, wie will ich mit der Zukunft umgehen, und da wollen wir ganz stark was tun. Und zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Das eine ist, hier und da schaue ich mir einfach so Bauerntheater an. Ja? Also so ganz, ganz simples irgendwo im Sommer oder in irgendeinem Dorf auf irgendeiner Wirtshausbühne oder so, schaue ich mir gern so Sachen an. Und da bin ich, wenn ich das anschaue, ein bisschen beruhigt, weil ich denke, ich erlebe die Zuschauer, die da noch ganz altmodisch einfach so Theater schauen. Ja? Und das Zweite ist, gerade weil ich vorher darüber gesprochen habe, der nackte Wahnsinn in München hat innerhalb von 6 Monaten, glaube ich, 30 Aufführungen gehabt, was für ein Theaterstück sehr viel ist in dieser kurzen Zeit. Die waren alle ausverkauft und ich fand es wahnsinnig köstlich, im Publikum zu sitzen und links und rechts um mich die verschiedensten Menschen zu sehen. Junge, Alte, was auch immer, also so Typen, die irgendwie mit dem Skateboard da reinkommen, genauso wie sonore Herren mit Hörgeräten und so. Also und die haben sich alle scheckig gelacht. Und das hat mir schon eine gewisse Befriedigung und eine gewisse Hoffnung gegeben. Also ich glaube, dass Homo Ludens, also der spielende Mensch, der Interesse hat an Theater, das muss man fördern, das muss man erhalten, und dann brauchen wir echt keine Hologramme. Es ist dieses Buch herausgekommen, Residenztheater, die Erde ist gewaltig schön, und auf der Rückseite, doch sicher ist sie nicht, ein sehr schönes Buch über die 8 Jahre, auch ein wirklich interessantes Buch, über die 8 Jahre Intendanz von Martin Kusche im Residenztheater von 2011 bis heuer. Und da habe ich gefunden drinnen, sie zitiert in einem Text vor etwa 15 Jahren, als sie Schauspieldirektor in Salzburg waren bei den Festspielen, da schreiben sie über die Festung Europa, das war ja damals ein Begriff, den es schon gegeben hat, und sie zitieren in dem Zusammenhang Christian Dietrich Krabbe mit dem Satz: und nichts als nur Verzweiflung kann euch retten. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn Sie diesen Satz als einen wichtigen in einem Text, wo es um die zukünftigen Europafragen, um die Frage der Wanderungsbewegung und
so weitergeht. Ich habe mir gedacht, es gibt dieses historische, dieses Bild des historischen Optimismus in der Aufklärung. Und ich war mir da recht, und ich bin mir auch recht unsicher bei Ihrer Arbeit, wie weit Sie diesen historischen Optimismus der Aufklärung, der natürlich auch ein gebrochener ist, wie wir wissen, wie weit Sie den überhaupt teilen. Ich teile ihn nicht. Sie teilen nicht? Nein, ich teile ihn nicht. Wir haben gerade viele Autoren erwähnt, die in dieser Zeit geschrieben haben, also sozusagen ja. Vormärz, Biedermeier, 48er Revolution. Und ich würde da auch noch Mozart dazu nehmen, der sozusagen auch als Komponist die Aufklärung mitgenommen hat und um die Französische Revolution herum dann natürlich auch aufgehört hat zu komponieren, aber der in seiner Musik schon unglaublich, wie soll ich sagen, visionär war eigentlich, was die Aufklärung betrifft. Und ich sage nochmal, mit Hahn und Guhr haben wir sehr, sehr oft darüber gesprochen. Und ich habe alle Mozart-Opern, die ich inszeniert habe, so gesehen, nämlich nicht diese komische Schulmeinung, die uns immer erzählt wird, dass praktisch die Zauberflöte ein Stück der Aufklärung ist oder des Lichts und, auch die Entführung aus dem Serail. Ich habe auch diese Stücke, und zwar aus Mozart heraus, zusammen mit Hahn und Guhr, genau anders verstanden, nämlich nicht optimistisch, sondern warnend, wenn wir so wollen. Ja, also natürlich gibt es die Aufklärung und natürlich gibt es Hoffnung und Optimismus. Da inkludiert ist aber auch schon das Scheitern und der Absturz in die Konterrevolution und alles, was dann in der Folge passiert ist. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Also einfach in einer politischen Entwicklung zu sehen, wie sich die Dinge immer wiederholen und wie sie wiederkehren. Zum Satz vielleicht noch von Grabe, das schließt an das, was ich vorhin gemeint habe, wie interessant es ist, über Dinge anders nachzudenken und dass man von einem Dichter einen Anstoß bekommt mit so einem Satz. Nur Verzweiflung kann uns oder euch retten. Also diese schwarze Utopie, die ja auch ein Sujet des 19. Jahrhunderts ist, finde ich hochinteressant. Und gerade wenn man aus so einem simplen, katholisch geordneten Land oder Gesellschaft kommt wie ich, bin ich immer total begeistert, wenn endlich mal jemand anders denkt. Ich bin als Jugendlicher schier in Ohnmacht gefallen, als ich erfahren habe, dass es ja noch eine Bibel gibt oder ein Testament, das die Kirche gar nicht erwähnt. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, hallo, die Evangelien, das ist doch in Stein gemeißelt. Die Apokryphen. Ja, und irgendjemand sagt, hey, Alter, da hat es noch eine Frau gegeben, die Lilith hieß und so. Ja. Das fand ich total spannend. Und dass das mit den Hexen zu tun hatte. Ja. So würde ich gern manchmal mehr nachdenken. Jetzt habe ich zum Schluss doch noch einen wunderbaren und optimistischen Satz, den ich auch in Ihrem Buch gefunden habe. Er stammt von Augustinus und lautet: Die Hoffnung hat zwei schöne Töchter. Sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge so sind, wie wir sie sehen. Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. Passt das für Sie? Ich sollte das Buch mehr lesen, weil es müsste jetzt. Es ist wirklich ein spannendes und ein sehr gescheites Buch. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen für Ihr Interesse. Sie hörten den neuen Burgtheaterdirektor Martin Kuschey in einem Gespräch mit Peter Huemer beim Wiener Stadtgespräch am 23.05.2019. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kultur und Politik, das gehört im Falter mehr zur Pflicht als zur Kür.
Ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse falter.abo.at. Und auch den Falter-Podcast können Sie abonnieren. Das kostet gar nichts und sichert, dass Sie jede Ausgabe auf Ihr Smartphone geschickt bekommen oder auf jedes andere Gerät, auf dem Sie uns hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.